Ärger ist auch relativ kurz. Es gibt auf dieser Zeichnung den Friedensengel, der wieder mal dem Nahostfrieden nacheifern, nachlaufen möchte. Und er ist auf dieser Zeichnung durch eine Fahne von Israel praktisch durchbohrt worden, durch die Siedlungspolitik der Israelis, die am Montag oder am Dienstag war das, wo der US-Vizepräsident Joe Biden in Tel Aviv war und sie auch bitte aufgefordert hat, sie soll doch mit dieser wirklich friedensfeindlichen Politik aufhören, haben ihm ins Gesicht gesagt, ja, wir überlegen uns das noch. Und am selben Tag hat der Innenminister in Israel verkündet, dass sie weitere 1500 Wohnungen in Ost-Jerusalem bauen wollen, also im Grunde den Friedensbemühungen, die auch langsam irgendwo mal zu Erfolg kommen müssten, den Todesstoß versetzt haben. Und das ärgert mich ganz besonders, ja, diese Woche.